Herzlich willkommen zurück zur Final Fantasy. So, neue Aufnahmesession, aber ich habe leider noch nicht die Kommentare vom letzten Part, nur vom vorletzten momentan. Und warte mal, mit Kreis kommt mir eigentlich hoch. Genau, okay, perfekt. Ich werde mich jetzt zum alten Wald aufmachen. Kommentare vom vorletzten Part hatten wir schon. Weiß ich, was da bei mir war mit der Aufnahmesession? Habe ich da nur zwei? Nee, ich hatte drei Videos aufgenommen und das dritte kommt. Warum hatte ich die Kommentare vom zweiten schon? Wer gibt alles keinen Sinn? So, warte mal. Können wir von hier darüber? Ne? Wie war denn das nochmal? Ah, okay, hier hin. Du musst nach oben, richtig? Ey, ist das eine stressige Zeit, ey. So, ich habe mir auch eine Guide mit einem alten Wald aufgerufen, aber ich werde erstmal gucken, dass ich Richtung Cosmo Canyon komme. Nehmen hier nochmal die Kämpfe mit. Das ist so krass, ey. Okay. So. Folgendes, wir machen hier mal. Ein Überfall. Genau. Morphen. Zauber. Welcher war denn ganz gut? Okay, das sitzt doch schon mal. Schlag einfach, ne? Ja, komm, einfach Schlag. Wow. Alpha Jofi auf dem Kopf. Mhm. Er hat Gefahr. Heute ist zur Weihnachten für euch, oder? Warte. 1919-26. Frohes Fest. Von ersten, nee, zweiten Weihnachtsfeiertag. Das war die Erdgefahr. Nicht zu stehen. So, Schlag drauf. Morphen. Ah, Ben wird umgehauen, ne? Er überlebt. Na, schau mal einer, guck. Ja, schön, wie wir hier am Austeilen sind. Meint ihr, ich müsste zumindest noch mal leveln dort im hier im Sumpf bei den Kesseln? Guck mal, Zauber, machen wir mal Heilung 3 auf den ganzen Kollegas. Und hier setzen wir noch mal Schlag drauf. Hellentränke, warte mal, wir kommen zu den Kommentaren. So, warte, so. Regeneration, okay. Ja, ein bisschen spät, glaube ich, dass das wirklich sinnig ist. Schlag? Soll ich da gleich weg sein? Sehr gefährlich, hat geschrieben, du müsstest zwei Heldentränke haben. Dann Manek schreibt, er hat sogar drei, wie ich gesehen habe, hat aber wieder vergessen, wofür die gut sind und sie nicht mehr. Was sollen diese Angriffe immer die ganze Zeit? Natürlich. Also jeder Mensch weiß, dass ein Heldentrank die Werte temporär erhöht. Ein Heldentrank 30% und vier Heldentränke zu 100%. Das weiß ja jedes kleine Kind. Hallo? Und diese glaub's einfach nicht. Wie habe ich das Gefühl, ich bin... Das ist aber der Weg zurück. Und Dinge passieren, ja. Ja, ist okay. Macht. Sein Gefährte schreibt, grind nur im Sumpf. Dein Manager schreibt, ja, die Töpfe geben alles, was du suchst. Im Wald gibt es halt noch schöne Dinge, mit denen man sammeln kann. Oder für die man sammeln könnte. Deswegen würde ich mich dann mal aufmachen. Und dann können wir ja mal gucken, vom Level, also habt ihr so eine Idee, wie lange das Grinden dauern sollte, bis ich mich an die Weapons ranwage? Müsst ihr daran denken, ich habe sehr viel Skill, was natürlich auch ein eher geringes Level quasi neutralisieren. Also, naja. War dann nicht auch Megasprung besser? Nee, deswegen auch zum Wald mal was Neues sehen, weil hier jetzt irgendwie für 10 Parts rumhängen im Sumpf. Ja. Ich glaube, da wäre dann ein paar Cheaten sinnvoller. Für euch ja dann wirklich super langweilig.
Umgewandelte Nymphstoff, sehr schön. Sehr schön, Yuffie und Zit sind aufgestiegen. So, okay. Aber sehr langsam. Ja. Bin mal gespannt, wie ich da dann wieder hochkomme. Dein Manager mit Tom Berry ist es so eine Sache. Du kannst Stunden im Kreis rennen. Ach, schade, dass er jetzt nicht gerade kommt. Ne, komm, dann morphen wir weg. Und hier schlagen wir zu. Und hier machen wir einfach wieder das. Mit Tomberry ist das so eine Sache. Du kannst Stunden im Kreis rennen und keinen bekommen. Oder du hast recht viele und weiß nicht wieso. Laut Statistik ist er recht selten. Sein Schaden hängt übrigens davon ab, wie viele Gegner dein Charakter besiegt hat. Sind es viele, macht er viel Schaden. Und bei wenigen eben auch weniger Schaden. Da hat sich dein Gewechsel zwischen allen jedenfalls mal gelohnt. Da war auch schon wieder dieser leichte Angriff mit drin. Aber es ist interessant, weil so hatte ich das ja auch in der Guide gelesen, dass er wirklich selten ist. Da stand auch nichts mit, ja, nee, teilweise tritt er oft auf. Interessant. Weiß nicht, was das dann bei mir getriggert hat, dass das so ist. Wird es wahrscheinlich auch irgendwo Beschreibung geben. So, Objekt. Und dann eine Phönixfeder auf die Route. So, ein Ben macht natürlich hier eine Heilung 3 auf die Kameraden. So, und morphen. Oba. Au. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet ein sehr, sehr schönes Fest. Und ich hoffe, die Zeit war nicht zu stressig. Also, ich konnte es als Kind immer nie so nachvollziehen. Warum machen sich die Leute denn Stress zu Weihnachten? Was soll ja Quatsch? Nichts trinke vermehren. Ja, ist halt bequemer, ne? So, Zorn lassen wir drin, ne? Aber schon was dran, ne? Weil man versucht natürlich so auf den Tag, die Tage hinzuarbeiten und dann vielleicht noch organisieren und so. Ja, ja, okay. Noch ist ja schön, ich gehe immer zu anderen hin. Aber ganz so einfach ist das auch nicht mehr. Location vorbereiten und ach. Hin und her fahren. Aber trotzdem immer wieder eine schöne Sache. Schon schön, wenn wir alle wieder zusammenkommen, je nachdem, wie so das Verhältnis in der Familie ist, aber hat definitiv was. Sit wechseln damit. Schön, da werden, jetzt werden Sits Limits ganz gut provoziert, ne? Und ich habe ja auch gemerkt, ob. Okay, sehr gut. In Impfstoff. Haben wir auch gemerkt, dass es keine Rolle spielt, ob ich im Limit 1 die oder die Attacke nehme, ja. Ist halt echt, es sind zu viele Spiele, zu viel los, also, was ein bisschen schade ist. Das hat eigentlich Final Fantasy nicht verdient, aber ich meine, es sind halt überwiegend Kleinigkeiten, die nicht funktionieren. Aber wenn man halt so lange beim Projekt auch zuschaut und es so oft halt schon erklärt hat und erklärt bekommen hat, ist das natürlich mega bescheuert. Aber ist keine Bösartigkeit hinter. Und halt selber auch ein bisschen verplant, das definitiv. So, okay. Hinaufklettern. Danny Maniac hatte noch geschrieben, Zusatzschlag kann ich dir gerne nochmal erklären. Wenn du sie zum Beispiel mit Teilen koppelst statt alle, dann wirst du immer, nachdem du Heilung gezaubert hast, noch einen zusätzlichen Angriff machen. Würde Sinn ergeben, ne? Ich hab grad nicht hingeguckt. Ich meine, Ben, ja gut, Ben, ja, macht eigentlich schon Schaden, wenn er will.
Ah, ich bin nicht drin im. Dachte mir schon, wenn ich da lang zurückgehen müsste, es da jetzt eigentlich so von dem ja auch, weil ich gerade nicht hingeguckt habe, der Weg sein, oder? Also der zurückführt. Habe ich zwischengespeichert. Ging aber nicht. So, wir laufen nach rechts. Sehr gut. Ja, sollte ich mal reinmachen. So, jetzt auf zum alten Wald, ja? Ich muss jetzt wieder gucken. Ich würde jetzt. Perfekt. Und morphen. Ich würde jetzt 1, 2, 3 Parts würde ich jetzt aufnehmen. Na, bis zum ersten. Ich will dann auch weg zum Jahreswechsel für 3 Tage. Das heißt, der dritte Part jetzt voraufgenommene kommt für den ersten. Was Neues. Und dann für den vierten, wenn halt nichts irgendwie Schlimmes dazwischen kommen sollte, hätte ich die Kommentare wieder und kann das umsetzen. Das heißt, in den Parts bin ich ja dann, denke ich mal, im alten Wald beschäftigt. Kann zwar die Tipps nicht gleich mitnehmen, aber werde es halt so mit blind entdecken. Eine Guide hätte ich ja auch noch, falls wenn. Ich habe aber mit Absicht mich da nicht eingelesen. Ich habe sie mir bloß aufgerufen, nicht, dass ich halt in der Aufnahme irgendwie suchen muss und deswegen mir irgendwie Sachen verspiele. Und ich merke auch, wenn ich hier irgendwie, vielleicht habe ich mal geguckt, wie das mit den Heldentränken funktioniert. Irgendwann mal vom halben Jahr oder so. Und ich merke, dass ich dann noch andere Tipps dabei, dass sie von euch wesentlich praxisnah erklärt worden sind. Ja klar, ne? War ja persönlich, ihr hattet ja auch Einblicke. Das wesentlich besser ist, als dann irgendwie nur stur irgendeine Guide zu lesen. Sie aber trotzdem zu lesen wäre halt sinnvoll. Aber je nachdem. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass nicht alles einfach nur abgelesen ist und umgesetzt. Obwohl ist ja vieles. Aber nehme ich ja mir eigentlich auch das raus, was ich machen will und was nicht. Ich glaube, das mit den vielen Charakteren wechseln, das war einfach neu so ganz sinnvoll, aber ja. Okay. Wollte euch eigentlich heute nochmal schreiben. Aber nur alter Wald ist ja nächster Ziel. Und das könnte ich ja mal auch in der Guide gucken, was sie empfehlen. Was für ein Level für die Ultimas. Ich hatte auch irgendwie gelesen, dass du. Dass du mit einer Person unten Weppen. Nee, Ultima Weppen? Unten Weppen. Das war der Überbegriff, ne? Besiegen sollst. Ja. Es wird da zu nichts umgewandelt. Das mit Morphen wurde hier in der einen Guide so beschrieben, dass du unter 50% morphen kannst. Dann eigentlich was bekommst. Aber es ist ja nur, wenn er umfällt durch deinen Morphen, oder nicht? Wer ist jetzt runtergefallen, ey? Weil ich habe das Select offen. Es sieht aus, als könnte ich klettern. Das ist aber nicht so, okay. Sehr sportlich. An die Stelle kann ich mich nicht mehr, ne? Vielleicht jetzt runterrennen? Ne, nicht mehr ganz erinnern. Gut, war ja nur ein kurzer Abschnitt, ne? So vor allem bei der Zeit, die wir verbracht haben in der Höhle. Dynamite! Hauptsache, du machst kein E4-Schwachsinn. Oh, Sid ist ja fast Asche. Aber dafür auch limitvoll. Wir greifen jetzt hier aber an. Das werden wir ja wahrscheinlich nicht verlieren, aber bald ist Silvester. Oha. Sehr schön. Solide. Hypersprung. So. So viele Tasten. Okay, dann gehen wir bei Ben mal auf Heilung. Schön.
Habe immer Angst, dass er runterfällt. So ist. Da lang oder nicht? Kann mir nicht hier beim. Ja, genau, hier kann bei hier. Das ist halt die Sache, die ich nicht verstanden habe. Okay, hier. Okay, okay, okay. Hört man eigentlich das Trinken? Nee, ne? Ich habe jetzt meine Sensitivität beim Filter runtergestellt. Ja, quasi, ne, das Hintergrundrauschen und sowas mit rausfiltert. Und damit hat sich ja mein Mikrofon Lautstärke verändert und deswegen bin ich auch gerade wieder am Nachjustieren. Sollte aber passen, ne? Gut ist ja, der Ingame-Sound hat dieselbe Lautstärke und daran kann ich mich ja so ein bisschen orientieren. Schätze, es ist um 3 Dezibel lauter geworden. Also, falls ihr da irgendwie Beschwerden habt, gerne Bescheid sagen. Ich muss auch sagen, Final Fantasy ist eigentlich mein. Nee, nee. Schon wieder nicht drin im Fenster, ey. Gott, warum kann er das nicht immer im Vordergrund halten? Immer im Vordergrund halten, den müsst. So, okay. Könnte auch sein, dass das ein anderer Weg ist, aber ich will es hier oben mal probieren. Aha, guck mal. Ja, quatschen und machen ist zu viel Multitasking. So nämlich. Ich war schon so viele Parts nicht mehr auf der großen Map, ey. Okay. Ist ja schön, ey. Könnt mal, sind wir eigentlich erholt da oben? Nee, na, aber wir können wahrscheinlich das Zelt benutzen. Erzähl mal. Willkommen. Wir haben alle auf dich gewartet. Ist das gut oder nicht? So. Hat schon alles seine Ordnung hier, okay. Schön. Schön. Es ist trotzdem wahnsinnig, wie groß das Spiel geworden ist und ich bin so gespannt auf Final Fantasy 8 danach. So. Was auch cool gewesen wäre, als DLC vielleicht, dass du die Highwind hättest ausprobiert. Düster. Alles düster. Ist Nacht. Gerade Nacht. Hast du das Schauspiel ohne Liebe gesehen? Ja. Nein. Ich glaube, jemand wie du geht nicht auf den Theater. Hallo. Weiter, weiter. Jetzt muss ich die Steuerung mal wieder lernen. Na ja, genau, das dachte ich mir doch. So, Kreis war's. Okay. Was ich hier bei anderen JRPGs besser finde, ist bei den Flugsachen, die du benutzen kannst, die dann meistens, ne, kannst dich hin und her teleportieren und meistens stehen sie dann an dem Ort, wo du dich hin teleportierst. Hier steht das eine Fahrzeug immer da, wo das eine Fahrzeug steht. Cosmo Canyon war lang ist her. Wir finden es ohne Karte. Ohne Karte. Hier war der Cosmo Canyon, da war er, hier, warte.
Den erkennst du immer in den Cosmo Canyon, weil der ist genau an der Gebirgspforte. Genau. So, hier ist er nämlich. Haben sie den verschoben? Den haben sie verschoben. Na gut, da oben ist er nämlich. Da ist er. Hier ist der Cosmo Canyon. Warte, hier. Da. Das ist der Cosmo Canyon. Genau, da hinten ist er nämlich, hier. Gleich da. Wow, okay. Und hier war mal der Cosmo Canyon oder was? Ne, da oben ist Cosmo Canyon. Kann ich hier irgendwo landen? Nee, ne? Achso, ich dachte, das seht ihr gerade. Hier bestimmt auch nicht, ne? Von wo? Von hier kommt man rauf, ne? Okay. Wollte gerade sagen, ja. Die Stimmung, ey. Könnte man hier nicht direkt hoch? Ja, einmal rumgehen, ne? Mit Z könnte man die Waffe abholen, aber braucht man eigentlich nicht. Oder hast du da so geile Gespräche und ein bisschen Story? Hä, hey, was war denn nur los? Mal weg. Hatte ich die Schultertaste gleichzeitig mitgedrückt oder was? Umgewandelt in Hyper. Bumm. Na, fliegen wir auch eine Schnelle. So, okay, okay, okay. Zelt. Vielleicht das zweite Mal, dass ich im Spiel Zelt benutzt habe. So, hier jetzt, ne? Ach, da unten ist der alte Wald. Oh, guck mal. Oh, das haben wir ja gesehen von der Luft aus. Da konnten wir vorher nicht hin. Erst als war das Weapon da. Besiegt haben, okay. Sieht ein bisschen aus wie in dem Minispiel. Du kannst Insekten und Frösche freilassen, indem du die OK-Taste drückst. Die Reaktion der Insekten und Frösche hängt davon ab, wo du sie freilässt. Versuch es also an vielen verschiedenen Stellen. Okay. Oha. Oha. Mal auf den Weg. Dann einen schönen Überfall. Warte. Oha. Ah. Oh, der Hals, ey. Ja, läuft bisher, ne? Mega. Vielleicht muss ich aber auch ein... Zauber anwenden. Aber anscheinend doch nicht. Oh, der Hals, der Hals. Na, ob was magst du denn doch noch schaffen? Wie, was hier? Achso. Ja, da
aber einen kleinen. Den kleinen setzen wir natürlich jetzt zum anderen kleinen. Schöne Reaktion, okay. Vielleicht wollt ihr in der Sonne sitzen? Das kann ich mir sehr wohl vorstellen. In einer fleischfressenden... Okay. Überfallen? Morphen? Ja, mach einfach einen Schlag. Schön, ich treffe. Oh, Wahnsinn. Wie kommt denn das zustande? Wenn du dir die Weltkarte anguckst, so riesig ist Final Fantasy VII nicht, ne? Also, definitiv riesig genug und alles, aber... So, die Ortschaften. Was ist denn, wenn ich dich hier oben absetze? Ist das gut? Nein, ich habe aufgegeben. Aber war durch, ich kam auch nicht weiter. Mhm. Ah ja, okay. Wie gesagt, Guide kann ich mir angucken. Falls wenn. Ist ja Wahnsinn, wie viel du denn hast im Spiel. So, ich hoffe, ich krieg's jetzt diesmal besiegt. Einfach weg. Morphen trifft relativ häufig, ne? Obwohl, wahrscheinlich egal ob Angriff oder Morphen. Yay! Schön, schön, schön. So, wie machen wir das am besten? Er kann immer nur einen aufnehmen, oder was? Ja. Upsala. Achso, den hat er. Hä? Der wurde jetzt gefressen einfach, oder wie? Oh, Spyro. Nach einer Weisheit Zahn-OP. So ums. Schön, schön. Vielleicht einmal Morphen. Das ist ja... Kann ich ja nicht... Einfach flüchten, zumindest bei denen kämpfen. Na gut, war schon mal das Ganze. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wünsche euch einen wunderschönen Abend und in 3 Tagen der nächste Part. Bis dann.